Du möchtest dich selbstständig machen, vielleicht sogar mit einem Kreditantrag zur Bank gehen oder zu Investoren gehen und diese davon überzeugen, dir Fremdkapital zu geben. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie stellst du dich besser dar oder wie stellst du besser dein Team auf? Als Manager oder als Leader oder beides zusammen? Und damit du genau die Unterschiede weißt, habe ich heute dieses Video für dich gemacht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und ich habe natürlich auch die Aufgaben in meinem Unternehmen inne als Leader und teilweise auch als Manager. Und ich habe in einem Bereich große Stärken und in anderen Bereichen nicht ganz so viele Stärken. Und deshalb ist es wichtig für mein Unternehmen, dass ich den Ausgleich finde. Und genauso wichtig ist für dich, wenn du deinen Kreditantrag stellst, deine Firma aufbaust, dein Startup an den Markt bringst und du anfängst zu skalieren, dass du beide vereinigt hast. Und deshalb ist es wichtig, dass du weißt, was diese unterscheidet. Bevor ich dir nun ein ganz einfaches Modell aufzeige, wie du das unterscheiden kannst, darf ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar handelt das von einem Manager, der mit seinem Hund Gassi geht und von einer Führungskraft, der mit seinem Hund Gassi geht. Der Manager verlässt morgens mit seinem Hund die Wohnung und dann zieht der Hund gleich dem Manager zu dem üblichen ersten Baum, der beschnuppert wird, dann zum zweiten Baum, wo gepinkelt wird und zum dritten Baum, wo wieder geschnuppert wird und am vierten Baum wird gepinkelt. Und zwar jeden Morgen die gleiche Runde. Der Manager folgt also dem Hund, dem Prozess nach und geht immer wieder den gleichen Weg. Die Führungskraft verlässt auch mit seinem Hund morgens die Tür. Und da verlässt sie die Tür und dann sieht sie den ersten Baum und denkt sich, Mensch, da war ich doch schon mal, aber da waren ziemlich viele Hundehaufen, ein ungünstiger Standort, ich probiere mal einen neuen Baum und zieht den Hund zum nächsten Baum, wo noch kein Hundehaufen liegt. Das bedeutet, die Führungskraft, die steuert den Prozess, die zieht den Hund dorthin, wo die Führungskraft es entschieden hat. Und das ist der Hauptunterschied. Manager folgt den Prozessen und hält die aufrecht und die Führungskraft ist offen und steuert auch den Hund zu neuen Prozessen hin. Als Modell nutze ich heute die Persönlichkeitsanalysemethode nach www.birkmann.info. Dort werden alle Menschen nach ihren Interessen und nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen sortiert. Und es gibt dort vier große Bereiche. Im rechten oberen Feld, da sind Menschen, wenn zum Beispiel der Stern hier ist, die großes Interesse daran haben, Menschen zu überzeugen, zu motivieren, zu lernen, zu beraten und auch zu führen. Auf der anderen Seite, hier unten, da sind die Menschen, die auch gerne menschenorientiert arbeiten, aber indirekt. Die setzen sich eher vom Laptop, programmieren eine Webseite oder setzen sich an ein Klavier und komponieren ein neues Stück oder die programmieren irgendwas, machen etwas Neues, aber eher indirekt. Das sind die Strategen und die Kreativen. Auf der anderen Seite haben wir eher die Aufgabenorientierten. Hier oben die direkten Aufgabenorientierten, die setzen Sachen um. Die lieben manuelle Arbeit, handwerkliche Arbeit, Fertigung, Produktion. Die machen etwas, setzen eine Sache um, kriegen eine Liste und machen die zu Ende. Und hier unten, diese Menschen, die sind eher indirekt aufgabenorientiert. Die verwalten ganz gerne Prozesse, verwalten gerne Aufgaben, Buchhaltung und kontrollieren dann auch die Arbeits- und Fortschrittsergebnisse. Wenn wir nun den ersten Hundeführer betrachten, der immer die gleichen Bäume abgeht mit seinem Hund, also immer das Gleiche aufrechterhält, das ist natürlich einer, der eher hier im Verwaltungsbereich in diesem Segment vorhanden ist. Der muss aber in der Lage sein, natürlich auch die Menschen zu führen, zu kommunizieren. Deshalb hat dieser Mensch meistens einen gelben und auch einen grünen Anteil. Das bedeutet, diese Prozesse, die bisher in der Firma vorhanden sind, werden aufrechterhalten. Wenn du einem solchen Manager deine Firma übergibst, und du kommst nach 3 oder 4 Jahren zurück, nun, dann funktioniert die wahrscheinlich noch von der Qualität besser, die Kosten sind vielleicht gesenkt, es gibt weniger Fehler, aber es ist genau so, wie du vor 3 Jahren noch abgefahren bist. Eine Führungskraft, ein Stratege, ein Leader, der hat eher den Schwerpunkt auf Blau und Grün, sprich, der macht sich neue Gedanken, der ist aufmerksam, guckt, wie die Marktbewegungen sind, was die neuen Trends sind, was die Mitbewerber machen und entwickelt ständig neue Ideen, Produkte und Prozesse. Und er ist in der Lage auch, die Menschen davon in Kenntnis zu setzen, diese zu überzeugen, diese motivieren, diesen Prozessen auch nachzufolgen. Das heißt, hier ist der Hundehalter mit seinem Hund unterwegs und entscheidet, wo der Hund als nächstes zum Baum geht. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, wer ist wichtiger für die Firma? Das ist natürlich eine Fangfrage. Denn wenn du nur einen Leader hast, der nur Neues aufbaut und alle überzeugt, aber morgen zur Arbeit kommt und dann wieder Neues reinbringt und nächste Woche wieder was Neues reinbringt, also jeden Tag, jede Woche neue Projekte anfängt, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass nicht zu Ende gemacht wird.
Genauso gefährlich kann es aber werden, wenn du nur Verwalter, nur Manager in deiner Firma hast, die die Prozesse aufrechterhalten, die gar nicht mitbekommen, dass der Markt sich verändert, dass die Trends sich verändert, dass die Technologie sich verändert, der Kundenbedarf sich verändert. So gibt es also Firmen wie Nokia oder BlackBerry, die mal Marktführer eine Zeit lang waren. Aber BlackBerry hat es nicht mitbekommen, dass die Tastatur inzwischen überholt wurde durch Display, durch Smartphones, wo man nur mit einer Glasscheibe alles dann bedienen kann. Deine Aufgabe ist also zunächst mal herauszufinden, was du hast. Bist du der Stratege und Überzeuger oder bist du eher der Verwalter, der andere überzeugt und Prozesse aufrechterhält? Und dann ist der nächste Schritt die Aufgabe, das Team zu vervollständigen. Denn keiner von uns kann in der Regel beides gut. Wenn du ganz genau herausfinden willst, wer du bist, dann bist du natürlich eingeladen, diesen Birkmann-Test zu machen. Dort kriegst du auf ca. 100 Seiten genau aufgezeigt, was deine Stärken sind und wo deine Ergänzungsbedarfe sind. Und du kannst natürlich auch deine Bewerber danach aussuchen und optimieren und untersuchen, ob die dich tatsächlich ergänzen oder deine Stärken nur doppeln und die Anzahl der Aufgaben, die du hinterlassen hast, nun durch den neuen Bewerber nun verdoppelt wird. Deine Aufgabe ist es also, dein Team so aufzustellen, dass beide miteinander klarkommen, dass die Neuen einen neuen Prozess entwickeln, übergeben dann die Verantwortung an die Manager, die diesen Prozess noch besser machen, die Kosten senken, Qualität steigern. Es gibt aber noch eine Herausforderung, die du wissen solltest, denn die beiden Typen mögen sich in der Regel nicht so. Der eine sagt, das haben wir schon immer so gemacht und es läuft doch alles. Und die anderen sagen, oh, ich sehe an der Zukunft eine Vision auf uns zukommen, wo wir als Firma verschwinden. Und ich glaube auch bei der Firma Nokia oder auch bei der Firma BlackBerry gab es bestimmt Menschen, die es erkannt haben. Aber die konnten sich anscheinend nicht durchsetzen. Und weil diese Menschen in einem Interessenskonflikt stehen, brauchst du einen Prozess, wie alte Prozesse überprüft und gegen neue Prozesse ausgetauscht werden. Und das alles, was wir heute besprochen haben, das schreibst du natürlich in deinem Businessplan, Kreditantrag oder in deinem Pitchdeck vor Investoren, dass du dann gedacht hast, ein gesundes Maß, einen Ausgleich im Team geschaffen zu haben an echten Leadern und an Managern und dass du auch einen Prozess hast, wie die Weiterentwicklung vorangetrieben wird, die Strategieentwicklung, wie deine Meetingkultur ist. All das ist wichtig und damit überzeugst du dann deine Fremdkapitalgeber. Solltest du dabei Hilfe brauchen, entweder wie du selbst herausfindest, wer du bist oder wie du deine Teams besser matchen und auswählen kannst, deine Teammitglieder auswählen kannst oder indem du deinen Kreditantrag oder Pitchdeck schreibst für Investoren und Banken. Dafür gibt es nämlich einen Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Du kannst du alle Fragen stellen und gerne können wir für dich auch Fördermittel beantragen für unsere Beratung. Gerne aber kannst du auch jetzt dieses Video mit Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren oder uns einfach weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reise in die Zukunft. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.